Also wenn Sie jetzt eingeschaltet haben, liebe Zuschauer, und sehen, okay, 3.500 Euro kann ich hier gewinnen, ist viel Geld. Dann müssen Sie aber nicht davon ausgehen, dass Sie hier die Lösung sofort haben, beziehungsweise das Gesicht sofort entdecken. Und da ist doch jemand, der es gefunden hat. Hallöchen, hier ist der Stefan. Wer ist denn am Telefon? Renate, spricht hier Renate. Renate, herzlich willkommen. Woher kommen Sie? Hallo, aus der Nähe von München. Aus der Nähe von München. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Renate einen Scharfblick hat. Wir suchen hier ein Gesicht in einem der Felder. Und da möchte ich doch gerne mal wissen, wo Sie da ein Gesicht entdeckt haben. Also meine Augen sehen in B3. B oder D? Dora? Bertha. Dora haben wir ja gar nicht. Bertha 3. Ja. Bertha 3, haben Sie ein Gesicht gefunden? Nee, da ist leider nichts, meine Liebe. Die Regie hat auch gerade nochmal nachgeschaut. Nee, da ist nichts. Sehen Sie, genau das ist das Tückische, was ich meinte, meine Damen und Herren. Manchmal hat man so eine Vision, da hat man das Ganze so vor Augen, ja, gerade weil das so viele Kartoffeln sind, dann bildet man sich ein, ja, da könnte was sein. Aber das ist kein Gesicht, meine Damen und Herren, in Bertha 3. Nee, da ist jemand. Herzlich willkommen, hier ist Stefan vom Money Express. Wer ist am Apparat? Hallo? Hat gar geklingelt, oder? Wieso legen Sie denn auf? Was war denn da jetzt los? Sag mal, ist es doch zu schwierig vielleicht, Regie? Pass mal auf, wollen wir nicht doch was anderes spielen, wenn es doch zu knifflig ist? Ja, ich meine, vielleicht ist das nicht für jeden etwas, wenn man da einen Scharfblick haben muss, ja? Also ich persönlich bin da auch nicht so gut. Wollen wir es auflösen? Du? Wollen wir es auflösen? Wollen wir was anderes spielen? Ich höre gerade Bertha 4. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, da ist ein Gesicht, tatsächlich. Wenn man es jetzt sieht, dann denkt man sich, oh, das ist aber leicht. Ja? Aber das muss man erstmal blicken, meine Damen und Herren. Okay, Regie, was machen wir denn jetzt? Ja, sparen wir uns das mit dem Gesicht? Aber wir sparen uns nicht das Geld, meine Damen und Herren. Ich habe nämlich eine gute Nachricht. Schauen Sie mal, das Geld bleibt Ihnen erhalten. Es geht weiterhin um 5.000 Euro sicher. Und diesmal müssen Sie hier einen Fehler finden. Wir haben zwei Bilder, da sind Tom und Jerry zu sehen. Und im rechten Bild von beiden hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Ja? Miez, 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 miez. Das gibt's doch, aber hab ich noch einen Kater oder sehe ich hier nur zwei Katzen, die gleich sind? Das gibt's doch gar nicht. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle begrüße ich nochmal recht herzlich alle Zuschauer, die frisch dazugeschaltet haben. Freue mich, dass Sie Lust haben, hier bei Money Express heute mal richtig ordentlich Asch zu gewinnen. Es geht nämlich tatsächlich um 5.000 Euro sicher. Mein Kameramann hat es immer noch nicht. Ich habe ja mittlerweile den Fehler gefunden, liebe Zuschauer, muss ich jetzt mal eingestehen. Nach einer halben Stunde. Ja? Und da ist jemand, der schneller ist als mein Kameramann. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan von Money Express. Wer ist denn da? Anna. Anna, woher kommen Sie denn? Aus Wilhelmshaven. Aus Wilhelmshaven, ja, wunderbar. In Wilhelmshaven hat man hoffentlich scharfe Adleraugen. Sicherlich, klar. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wo Sie hier das Detail entdeckt haben, was da anders ist im rechten Bild. Ja, ich denke, der Schwanz von der Maus ist kürzer. Der Schwanz von der Maus ist kürzer im rechten Bild? Ja. Nee. Legen Sie mal das Lineal an, das kann nicht sein. Da haben Sie sich vertan. Das ist vielleicht eine optische Täuschung, ein Trugschluss. Gucken Sie noch mal gemeinsam hin, meine Damen und Herren. Pass mal auf, ich gebe meinen Zuschauern noch mal eben zwei Leitungen extra, Herr Regie. Ja, können wir noch zwei Leitungen aufmachen, bitte? Welche? Jetzt einwählen, Achtung. €6.500 sicher, meine Damen und Herren. Die 1, die 4, die 7, die 10 und die 13 sind Ihre persönlichen Glücksleitungen heute Abend. Und da ist jemand, na bitte schön. Hier ist der Stefan, einen wunderschönen guten Abend bei Money Express. Hallo? Ist jemand am Apparat? Hallo, ich habe doch was gehört gerade. Aufgelegt. Oh nein, was ist das denn? Meine Damen und Herren, was soll denn das? Noch nicht 18 gewesen? Passen Sie auf.
An dieser Stelle, meine Damen und Herren, gebe ich Ihnen jetzt hier eine Schnapszahl. Okay? 6.666 € sicher. 01379696969 aus Österreich, aus Deutschland, Entschuldigung, aus Österreich 0901077 mal die 8. Meine Damen und Herren, hat es da gerade geklingelt? Hallihallo, hallöle. Hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo, hier ist die Moni. Moni, servus, schön, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Morgen, kurz nach zwei, dass Sie noch wach sind, so später Uhrzeit. Ja. Wo liegt der Fehler? Das würde mich jetzt selbst mal interessieren. Jetzt wird es spannend. Wo haben Sie denn den Fehler gefunden? Die Katze hat keine Hand. Ja, aber auf beiden Bildern ist das ja so. Kann man es nochmal kurz groß zeigen? Meine Damen und Herren, ich habe ja gerade eben, auf der linken, ja, stimmt. Meine Damen und Herren, es läuft, Sie sehen im oberen Bereich dieses Monitors eine Laufschrift. Kein Grafikelement verdeckt den Fehler. Sprich, wenn Sie auf dem linken Bild die Hand hier von Tom, ist doch Tom, oder? Von Tom nicht sehen. Liegt das nicht, ist das nicht der Fehler, sondern das liegt nur in der Grafik. Die Grafik überdeckt den Fehler nicht, das heißt, die Hand ist genauso identisch wie die andere. Der Fehler muss also irgendwo im drüberen Bereich liegen. Ein Scherz. Ei, und da klingelt es. Wahnsinn, da ist irgendjemand anscheinend noch wach. Wer ist denn zu solch einer späten Stunde noch wach? Herzlich willkommen. Hallo, hier ist die Cornelia. Hallo Cornelia, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Sie sind im Fernsehen, schön, dass Sie dabei sind. Welche Lösung haben Sie gefunden? Also ich denke, das ist eine Scherzfrage. Da ist gar kein Fehler drin. Es gibt ja Preise wie, glaube ich, die Goldene Himbeere und es gibt auch Preise wie den Oscar, aber es gibt leider noch keine Preise für die kreativsten und lustigsten Antworten zu einer späten Uhrzeit. Meine Damen und Herren, denn ich sage Ihnen eines, das ist natürlich, wenn wir um 8.000 € spielen, definitiv keine Scherzfrage. Da ist, und das hat mir wirklich, und ich habe es auch erst gedacht, ich kann Cornelia verstehen, denn ich sage Ihnen ganz ehrlich eines, ich dachte auch, dass das kein Fehler drin. Ich denke es immer noch. Aber ich habe wirklich hier mehrmals Rückfrage gehalten mit meinem Senior Producer in der Regie, der für dieses Fehlerbild verantwortlich ist und der hat mir wirklich mehrmals bestätigt, der hat verifiziert, da ist hundertprozentig ein Fehler drin. Jetzt. Noch sind die Leitungen da, wenige Augenblicke noch, meine Damen und Herren. Wer trifft noch ganz schnell eine Leitung? Das sind die letzten Sekunden, eigentlich bin ich hier schon weg. Oh, es klingelt. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist Chris. Chris? Chris. Chris, einen wunderschönen guten Morgen. Ist das jetzt eine Dame oder ein Mann, der am Telefon ist? Eine Dame. Eine Dame? Ach, Sie heißen eigentlich wahrscheinlich Christine, oder? Ja. Ihre Lösung bitte? Am Kopf von Tom fehlen Haare. Da fehlt eine Haarsträhne. Am Kopf. Und das ist? Oh mein Gott. Sie haben soeben 10.000 € gewonnen. Wahnsinn. Hier sehen Sie es auch nochmal groß. Das ist richtig. 10.000 €, Chris. Ich darf Ihnen auf jeden Fall schon mal gratulieren. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der absolute Wahnsinn. Schauen Sie mal. Das hat auch mein Kollege hier, der Herr Stefan, gemeint. Und jetzt spielen wir um weitere 40.000 €. Jetzt wird's spannend. Nennen Sie mir noch bitte drei Buchstaben hier. Drei Buchstaben? Mhm. Wenn wir dreimal das Money Express Zeichen sehen, sind Sie dann 40.000 € reicher. Okay. B, G und H. Naja, dreimal nicht das Money Express Zeichen, aber dafür 30 €. Sie haben 10.000 und 30 € gewonnen, Chris. Herzlichen Glückwunsch, bleiben Sie am Telefon. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Meine Damen und Herren, ich darf mich wieder bei Ihnen für einen traumhaften Abend bedanken. Wenn Sie möchten, sehen wir uns auf jeden Fall wieder, ich glaube Montag oder Dienstag. Jetzt ein schönes Wochenende noch und ich wünsche Ihnen noch wunderschöne, angenehme Träume. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Arabian.